Und herzlich willkommen zurück hier im X4-Universum. Ja, ich habe zwar jetzt die Station gebaut, aber ja, ich habe irgendwie noch Bock weiterzuspielen. Das heißt, die Aufnahmesession ist noch nicht direkt beendet, auch wenn das für euch eigentlich keinen Unterschied macht, wann, wie, wo, welche Folge aufgenommen wird. Ich war mir allerdings nicht so ganz sicher. Deswegen will ich jetzt hier nochmal schauen, weil es kann sein, dass ich jetzt hier meine... Denn ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Laderaum, Feststoff, alles klar, dann habe ich es doch richtig gemacht. Auch wenn ich da wahrscheinlich jetzt ein bisschen arg überdimensioniert habe, was Feststofflager angeht. Und mit dem Containerlager ein bisschen untertrieben habe. Aber ich kann es ja eventuell gleich halt auch nochmal ändern. Das ist ja kein Problem. Ja, wie gesagt, das Ganze habe ich jetzt fertiggestellt. Und werde das Projekt jetzt angehen. Und denke mal, ich werde mir hier jetzt auf jeden Fall einen... Nee, Quatsch, das ist profitabler Handel. Hier. Und zwar hier schön in der Mitte. Dass die Manticore halt relativ leicht Schrott einsammeln kann. Ja, ich würde sagen eigentlich hier. Hier schön in der Mitte. Dann sind auch die beiden Abnehmer von Hüllenteile und Nanotronik in der Nähe. So, also, wollen wir mal schauen, ob wir das jetzt hier alles schön hinkriegen. Neuer Bauplatz. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich muss so ziemlich fast Maximalausmaße nehmen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich teuer wird. Oh, 5,8 Millionen. Ja, so viel brauche ich glaube ich doch nicht. Und wenn doch, muss ich halt nochmal so 3,5 Millionen, das können wir machen. So, stellen wir das Ganze hier hin. Das Ganze etwas anderer, etwas höher gebaut, genau. So, 2,7 Millionen, Baugenehmigung ist erworben. Und erwarte Befehle. Dann einmal den Plan laden. Jetzt muss ich natürlich schauen. Ich habe das irgendwie... Wie habe ich das denn genannt? Ist da? Verdammte... Da, Habgier Recycling. So, das sollte auch passen. Moduländerung übernehmen. Eventuell muss ich hier mit der Energiezellenproduktion doch noch ein bisschen nachschärfen. Aber... das Ganze jetzt mal so, dass das auch so ein bisschen Richtung Sonne guckt. Dann ist das ein bisschen authentischer mit der Energiezellenproduktion. Genau. Moduländerungen übernehmen. Die habe ich auch mal wieder mit Hand gebaut. Hier haben wir die beiden Dockstationen. Hier haben wir 4 Recycling. Also im Endeffekt nahezu das gleiche Setup oder fast das gleiche Setup wie das Bollwerk 2. Hier habe ich halt die S&M-Landegelegenheiten, hier nochmal drei Raumpiere, auch wenn die hier wahrscheinlich gar nicht so benötigt werden. Ja, und hier habe ich jetzt hier Teladi-L-Feststofflager, das ist einfach nur wegen der Optik für den Schrott. Und hier ist halt das Containerlager für halt die Nanotronik und die Hüllenteile. Vielleicht muss ich das auch nochmal erweitern, das werden wir sehen. So, Konstruktionsschiff wird natürlich wie immer Bob sein. Dafür ist er da. Der wird natürlich jetzt auch eine Weile brauchen, bis er da ist. Und damit das Ganze eine... Ja, Selbstversorgung wird vielleicht eng. Schauen wir mal, ob es trotzdem funktioniert. Deswegen stelle ich erstmal auf... Selbstversorgung. Genau, da ist die Habgier-Fabrik. Haben wir das Projekt auch angegangen. So. Ich
würde jetzt eigentlich den Giga-Händler ganz gerne beauftragen. Und zwar einfach mal hier, wenn er deine... So, erstmal... Ja, alle Energiezellen natürlich jetzt aufgebraucht, ne? Gut, dann machen wir das so. Einmal Hüllenteile, einmal Nanotronik. So. Das dann einladen, wenn dein anderer Befehl durch ist. Hat ja noch Befehle, genau. Und dann kann er direkt zur Baustelle fliegen. So. Und was jetzt die Energiezellen angehen, die soll er sich jetzt hierher holen. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt braucht, ist auch egal, da will ich jetzt auch gar nicht gucken. Ich werde eh die Baulagerhändler dann nochmal aktivieren. Höchstwahrscheinlich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auf der Distanz funktioniert. Das wäre dann aber halt auch gut mal, um das auszutesten. So, Waren transferieren mit Baulager, Energiezellen. So. Und danach bitte wieder am Hauptquartier andocken. Ja, und der Gigahändler macht das ja, sowieso automatisch. So, 7 von 11, 3, 8. Also es müsste auf 10 von 11 gehen, weil wie gesagt, ich brauche dann ja nur noch die Klapperschlange. Erwarte Befehle. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Erwarte Befehle. Ja, wie gesagt, also auch das Projekt läuft. Bin mal gespannt, ob mir das irgendwie auch monetären Vorteil bringt. Ich bin vor allen Dingen gespannt auf die Sonnenlicht 1390%. Wir können das ja mal in Hatikvas Entscheidung 1 vergleichen. Da war halt 100%. Ne? Also das sollte... Na gut, wir haben jetzt 20. Kann schon sein. Ja, 20. Kann schon sein, dass die zwei eventuell nicht ausreichen. Muss ich dann einfach schauen. Also da... Da muss ich dann einfach mal gucken, wie das dann läuft. Ob die Produktion ausreichend ist. Auf der anderen Seite, es muss ja nichts transportiert werden. Also ich nenne sie ja so ein bisschen die Ameisenstrecke von der Wand, also dem XXXXL Sonnenkraftwerk zum Bollwerk 2. Die fällt ja da weg, also diese Strecke hier. Aber gut, ich kann ja jederzeit nochmal ein Panel dazu basteln. Also das sollte nicht so das Problem sein. So, aber hier so mit dem... Da habe ich das Gefühl, dass sich das vielleicht pro Laden des Spielstandes aufhängt. Oder das nur schrittweise funktioniert. Ne, jetzt landen sie alle wieder. Okay. Weil so sollte das eigentlich sein. Würde interessieren, ob dann die Manticore dann eventuell auch hier dann den Schrott holen. Müssen wir dann mal schauen.
Und ist halt auch die Frage, ob ich eine Teuter dann auch in Habgier auch einsetze. Also ich würde da eventuell zwei Manticore laufen lassen. Der Vorteil von Habgier ist ja einfach, dass dort durch die Flut eventuell die ein oder anderen Schiffe zerstört halt einfach werden. So. Genau, hier wollte ich ja eigentlich mal gucken, ob man hier eventuell was anliefern kann. Hier könnte man zum Beispiel mit Siliziumscheiben ein bisschen was machen, aber das ist auch irgendwie... Na gut, und ich habe natürlich mit der Schrottverarbeitung hier einiges an Konkurrenz natürlich dann. Aber ich will einfach mal dann die Spielmechanik mit der Sonne dann nehmen. Und wie das dann läuft mit der... Ja, habe hier natürlich dann so ein bisschen Konkurrenz natürlich. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber gut, Konkurrenz belebt das Geschäft. Genau. Das wird natürlich jetzt auch eine Weile dauern, bis der... Ich hätte ja eigentlich den Gigatransporteur nehmen können, ich voll Depp, ne? Naja, jetzt ist auch wurscht. Ja, der macht jetzt auf jeden Fall noch seine Geschäfte dann hier. Ja, ist doch adäquat, also gut für den Ruf. Also hier wird es auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis ich da irgendwann mal was gut geschrieben bekomme. Aber ja. Alles gut. Ja. Was sind die ganzen alten... Na ja gut, das Komplotronik-Substrat wird auch jederzeit sofort wieder abgeholt. Aber wie gesagt, das wird ja dann noch nicht so häufig benötigt. Außer die Terraner. Naja, es mangelt zwar halt auch doch ein bisschen an Silizium wieder. Aber hier habe ich eigentlich genügend Schürfer laufen. Also ich glaube, hier sollte ich jetzt eigentlich nicht so das große Problem bekommen. So, wir sind schon wieder bei 96 Millionen. Also wie gesagt, 150 Millionen ist die nächste... Das nächste Ziel. So, die Drachen sind ja auch alle fertig. Ich schätze mal, es wird ja hier einfach nur wieder aufgefüllt. Bis auf die Hüllenteile. Da fehlt es irgendwie. Und Antriebsteile. Aber ich kann das jetzt erstmal wieder freigeben, würde ich sagen. Ach so, ja. Und ich muss ja einen Raumdockhändler muss ich jetzt nochmal ersetzen. Oh, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Aha, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja. Die sind wahrscheinlich jetzt schon wieder am Patrouillieren hier, ne? Die Kark-Abfangflotte? Nee. Aber, ja. Aber das müsste der Phönix-Plünderer sein hier. Den ich suche. GPN 813. GPN 813.
schnell gucken. Ne, FKT 418 war es. Achso, die HQ-Händler, das sind die alten. Okay, alles klar. FKT 418. Ne, dann hat der damit nichts zu tun. Ja, aber da war ich jetzt zu langsam. Ja, dann lasse ich die jetzt wieder ihre Patrouille fliegen. Aber ja, ich muss einen Raumdockhändler jetzt ersetzen auf jeden Fall. Also muss jetzt nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal. So, Größe M. Nehmen wir mal eine Baldrick. Schwere Konfiguration. Das hat der ein Containerlager auch 10.700, also es ist okay, denke ich. Stellung bestätigen. Wird auch direkt gebaut, sehr schön. Ach du liebe Zeit. Da habe ich ja noch mehr verloren. Eieieiei. Kein Wunder, dass das so schleppend hier anläuft. Ach du liebe Zeit. So, die sind alle noch. Also kann ich nochmal zwei bauen. Kein Wunder, dass das so schleppend läuft mit der Anlieferung hier. Oh wei, oh wei, oh wei. Da. So. Dann nehmen wir nochmal. Ne, die Boa hat einfach zu wenig. Ja, wobei. Auch egal. Hauptsache, sie liefern irgendwas. So, dann machen wir zwei. Stellung bestätigen. Fertig. Ja, das ist ja jetzt schon ein bisschen, ja, da brauche ich mich nicht wundern. Da muss ich ja wirklich hinterher sein. Ah, da müssen die ja schon. Da müssen die ja schon länger, da müssen die ja schon länger fehlen. So, hier ist immer wichtig. Hier, von 900, also die sind schon länger alle platt. Oh, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Das ist natürlich doof. So, lassen wir mal was zerstört weg. Hey, was Zwilling. Also, hier kommt der nächste. Immerhin, es ist kein I mehr dabei, aber es ist jetzt die nächste größere Xenon-Flotte, die jetzt unterwegs ist. Gut, ja, das wird natürlich jetzt ein bisschen dauern, bis die zwei Boas auch wieder fertig sind, aber dann brauche ich mich natürlich auch nicht wundern, dass da teilweise der Nachschub so ewig braucht, weil der ist ja eigentlich bei dem Raumdock noch wichtiger als bei der Schiffswerft. Weil die anderen hier so ein bisschen rumgammeln schon. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, weil Antriebsteile, ja gut, die werden schon geholt. Naja, wird hoffentlich alles schon so seine Richtigkeit haben. Ich werde die anderen jetzt trotzdem, anderen beiden jetzt trotzdem ersetzen.
Gut, dann warten wir, bis die zwei Boas gebaut worden sind. Und wir widmen uns wieder den Habgier-Sektoren. So, also. Bob ist auf jeden Fall gleich da. Und der Giga-Händler. Müsste eigentlich jetzt auch unterwegs sein zum Bollwerk 2. Ja, die sind weitergewandert jetzt. Hier ins Nachbarsystem. Ist die andere große Flotte der Paraniden da? Nein. Ich denke mal, den Frachter wird es zerreißen. Da werden ein paar rote Grütze drauf abgeladen werden. So sieht's aus. Und da kommt der nächste. Ja, in so einer Situation darf natürlich meine Erdschürfer nicht kommen. Glücklicherweise ist bei letzter Grenze relativ ruhig. Da gibt es keine Xenon mehr. Das ist ja so das Hauptabbaugebiet für mich. Ihr seht, ja, die machen da jetzt kurz einen Prozess. Mal gucken, ob sie jetzt entscheiden, sich zu einer Station zu begeben. Oder ob die jetzt einfach nur den Verkehr... Ja gut, der ist natürlich jetzt sehr mutig. So, und da müsste jetzt, genau, das ist die Flotte, die ich meinte. Aber die kümmern sich scheinbar erstmal nur um Schiffe hier. Ich habe auch mal... Ah, obwohl, nee, hier wird jetzt die Station angegriffen. Aber ich glaube, das K... Nee, doch. Das hat es Bock mitzumachen. Ich glaube, das war für das K keine gute Idee, oder? Das ist halt jetzt schwer zu sehen. Also die Station kassiert ordentlich, das K aber auch. Ja, das K ist schon mal geplatzt. Also die Station ist jedenfalls auch sehr gut bewaffnet. Ja, und spätestens jetzt wäre halt die große Flotte der Paraniden gekommen, also. So, Giga-Händler, ja genau, der ist auf dem Weg zum Bollwerk. Und danach weiter zur Habgier, um schon mal einen großen Teil abzuliefern. Da muss ich noch einen Manager dort einstellen und dann kann ich die beiden Baulagerhändler dort zuweisen. So, Energiezellen. Warum werden jetzt keine Energiezellen nachgeliefert? Jetzt haben wir wieder das Problem wie schon mal, dass hier irgendwie... Oder kommen die Energiezellen erst, wenn Manticore wieder Schrott abgeliefert hat, weil momentan kein Schrott ist. Das kann natürlich auch sein, dass das... Weil wir hatten ja letztes Mal das Problem, dass dieser Warenfluss nicht stattgefunden hat. Weil die Manticore zerstört war. Weil wie gesagt, momentan passiert jetzt hier wieder nicht viel energietechnisch. So, den Schrott hat er jetzt abgeliefert. Ob jetzt die Schiffe Energie holen, damit es weiterverarbeitet werden kann, sieht momentan nämlich nicht danach aus.
Wir haben also wieder das gleiche Problem, was wir schon mal hatten. Dass jetzt hier wahrscheinlich ja, hier die Energiezellen vollgelaufen sind. Dass hier die Beschränkung mal rausnehmen kann. Aber ja, diesmal ist die Manticore da, also diesmal kann es daran nicht liegen. Warum jetzt hier wieder das Ganze sich aufgehangen hat. Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehen. Wie gesagt, die Wand ist voll. Bisher hat das ja auch immer funktioniert. Also ich schätze mal, da ist irgendwas beim Laden oder irgendwas. Das ist der Bollwerk 2 Händler. Na gut, der verkauft höchstens. Aber der holt auch irgendwie keine Energiezellen, ne? Oder? Nee. Ja, keinen blassen Schimmer. Warum das jetzt wieder nicht funktioniert. Ja, das sind nur die eigenen Energiezellen, die produziert werden. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum jetzt hier. Wenn ich das umgedreht mache. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch einen Dauerbefehl einfach einrichten. Aber als ob das, wie gesagt, das hat ja von alleine immer funktioniert. Als ob da irgendwo wieder... Ja, jetzt fliegen sie los, warum auch immer. Aber jetzt will ich auch mal schauen, was die... Medikamente kaufen. Das ist aber nicht das, was ihr machen solltet. Ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Fehler. Ich glaube, das stelle ich doch wieder auf Selbstversorgung. Jetzt sorgen sie dafür, dass erstmal hier Medikamente und so weiter gekauft werden. Das war natürlich jetzt nicht der Plan. Oder fehlt es einfach hier an der Kaufkraft? Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Naja, schauen wir mal, wenn die zurückkommen, ob es dann irgendwie funktioniert. Aber sowas nervt mich, ehrlich gesagt. Vor allem nervt mich insofern, dass man nicht genau weiß, wo ist denn das Problem jetzt eigentlich. Was ist deren Problem? Das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen stört. Dass man das nicht so nachvollziehen kann. Oder war da jetzt einfach der Befehl drin, dass erstmal nur für Medikamente eingekauft werden musste und es waren halt keine da? Oder irgendwas in der Richtung. Ich habe keine Ahnung. Wobei hier sucht sie jetzt wieder nach Möglichkeiten, irgendwas zu handeln. Also ich glaube, ich muss einfach ihr Wiederholungsbefehl nutzen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich kann halt nur hoffen, dass das dann irgendwann wieder von alleine läuft. Bin jetzt ehrlich gesagt wieder ratlos und diesmal liegt es nicht an der Manticore, wie ich vermutet habe, weil die ist noch da, wie wir sehen. So, wo die Teuter rummacht, hier unten. Teuter macht hier unten. PGS, Behemoth Verteidiger zerlegen, ja klar. Jetzt
Kommen ja immer noch die ganzen, habe ich. Irre. Wie gesagt, absolut keinen blassen Schimmer, woran es liegt. Also ich glaube einfach, dass sich das Skript aufgehangen hat. Wobei, ja, sie fliegen ja jetzt hier hin und her und holen irgendwelche Sachen, aber sie beliefern jetzt hier die Station halt nicht mehr mit Energiezellen. Gut, ich lasse das mal so ein bisschen laufen, mal gucken, ob sich das irgendwie nochmal von alleine regelt. So, okay, also hier wird auf jeden Fall schon mal gebaut. Aber ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig, ne? Nee. Ist erst. Genau, wir müssen das erste Beschützer- und Schildgenerator erstmal fertig bauen. Damit ich dann auch einen Manager zuweisen kann. Ja, würde ich sagen, das war es auch wieder für diese Folge. Mal gucken. Ich würde jetzt einfach mal das Spiel neu starten und mal schauen, ob sich das Problem vielleicht erledigen lässt. Wobei, die kriegen ja ihre Befehle. Warum sie jetzt die Befehle nicht kriegen, das Bollwerk zu versorgen, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht hilft der Neustart. Vielen Dank fürs Zusehen, seid gespannt, wie es weitergeht hier in meinem X-Universum. Bis dahin. Ciao, ciao.